Und nochmal zu willkommen zu einer Runde Old Bad Gold Gothic 2. So, nachdem der Rio sich jetzt ja einem anderen Spiel zugewandt hat, kann ich auch nochmal loslegen. Fange ich nochmal an, falls noch jemand Bock hat. Was heißt fange nochmal an? Mache ich einfach noch ein bisschen weiter. Falls jemand Bock hat, nochmal reinzugucken, freue ich mich natürlich. So. Genau. Ich habe mich ja hier von dem kompletten Bauernpack verprügeln lassen. Und dann... Ich habe ein Level-Up. Wenn ich mir jetzt 10 Stärke einverleibe, kann ich den Richtstab einsetzen. Nur mit dem Richtstab... kann ich ja immer noch nicht kämpfen. Ach, und diese scheiß Dings, ne? Die Statue für den Feuermagier. Die gab's auch noch nicht. Boah. So ein Hals krieg ich da. Na, packen wir mal den Bogen aus, mit dem habe ich ja sogar recht viel Schaden gemacht. Praktisch nur, weil der Scheiß ist, ne? Mir hocke ich vor meiner Lampe. Naja, egal. Ich guck mal hier unten. Das kann. Könnte sein, dass hier unten auch noch ein bisschen, ein paar Goblins rumeiern. Das sind ja zu viele. Das sind aber ganz schön viele Feldräuber. Oh, was passiert? Ich hab's nicht für möglich gehalten. Hm, doch, jetzt. Okay. Ich hab schon gedacht, wir machen eine neue Kategorie auf. Getting stuck with Prefect. Aber nee. Ui. Hat mich einer gesehen. Hoffentlich nur einer. Wie weit das Schwert geht. Hat kaum Reichweite. Aber geht einen Kilometer weit. Irgendwie. Mit den Mechanics bin ich noch nicht warm. Sollte ich nach 8 Stunden aber eigentlich mal sein. Komm. Gib mir mehr. Das sind aber viele, ne? Das sind doch auch viele. Gut, aber ich glaube, hier sind doch keine Goblins. Das ist echt. Hab ich diese komische Statue? Nee, ist nicht. Au. Hey, das ist so... Ach, Mann. Aber wo kriege ich denn 1000 Goldstücke her? Das kriege ich doch nie im Leben zusammen. Kann ich auch hochklettern, ne? Schön. Einmal gestreckt. Dann gucke ich mir nochmal vielleicht doch eine andere Richtung. Oder muss ich nochmal mit dem Feuermagier reden? Ich rede jetzt nochmal mit dem. Vielleicht kommt der mit. Ich glaub's noch nicht. Eigentlich könnte ich allgemein mal anfangen, das Questlogbuch zu lesen. Um mal rauszufinden, was ich so machen muss. Was ich schon gemacht habe. Jetzt nur ein bisschen Sumpfkraut gesammelt. Nochmal so entspannt zum Schluss. Er redet einfach zu viel. Ich hoffe, das war. Ich glaube, die hat mich gemeint. Er redet einfach zu viel. Soll ich mich denn noch alles? Er muss die Arbeit ja machen. Hey! Was du nicht sagst. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ich bin bedürftig. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Erzähle ich gar nichts mehr.
Ich bin bedürftig. So, du bist also verarmt. Ach, kein Wunder in diesen Zeiten. Oh. Nimm dieses Gold. Es soll dir helfen. Aber du solltest dir eine Arbeit suchen. Dann wirst du sehen, dass du schnell zu Gold kommst. Und dann darfst du der Kirche Innos spenden, so wie sie dir gespendet hat. Wow. Er sollte lieber den Mund halten. Es wird noch viel schlimmer. Boah. Das darfst du keinem erzählen. Wirklich? Nee. Das ist ja interessant, was du nicht sagst. Er erzählt alles weiter. Der erzähle ich gar nicht mehr. Und das wird noch viel schlimmer. Okay, scheinbar muss ich nicht mehr mit ihm reden. Das ist ja interessant. Das ist ja schön. Ja, dann gucke ich halt, muss ich eine andere Höhle suchen, ne? Komme ich ja nicht drum rum. Ich muss da jetzt hin. Und wir wandern weiter durch die Welt. Ich sollte mir eigentlich so auf den zweiten... Irgendwie so das Quest-Logbuch auf den zweiten Bildschirm legen lassen können. Dass ich so während dem Laufen so ablesen könnte, was da so drin steht. Das wäre ganz gut. Weil, ups, da steht ja, wenn ich es finde, Zugang zum Kloster, der einfache Weg ins Kloster, hier. Im Erdloch in der Nähe der Toten Habe, und das war schon das. Ja. Ich weiß, ich hänge immer noch da dran fest, aber es macht mich einfach fertig. Das Spiel hat mich noch nie um einen Questgegenstand betrogen, so. Ich könnte auch oben auf der Brücke mich von zwei Banditen umlatzen lassen. Er bringt einem auch erst Stärke bei, wenn man oben die Banditen gekillt hat, ne? So, also hier direkt geht's zum Kloster, dann kann es ja eigentlich nur noch irgendwie hier rechts sein. Dann guck ich mal hier rechts. Oh, Blutfliege. Ist doch keine Goblinhöhle, oder? Okay. Der ganze Wald ist voll von Feldräubern. Warum heißen die denn Feldräuber? Ey, will der mal was treffen? Wäre gar nicht so schlecht, ne? Oh! Er hat getroffen. Boah, jetzt trifft er richtig gut. Warum bin ich denn nicht gleich auf den Bogen gegangen? Nur die will nicht so. Jetzt. Länger zielen bringt auch nichts, ne? Oh. Gott sei Dank hat die nicht so schnell geschaltet, ne? So. Jetzt habe ich noch einen Pfeil in der Hand. Den benutze ich dann auch im Nahkampf. Weil mit dem mache ich mehr Schaden wie mit meinen. Was auch immer, Künsten. Diese Dinge hier, ne? Oh, habe ich den jetzt fallen lassen? Oh ja. So, also. Da werden ein Pfeile gestohlen. Das ist dann neu hier, ne? Ich glaube, das kommt durch das Grafikpack. Texturenpaket. Ah, hier ist der andere Bauernhof, ne? Ich gucke jetzt erstmal, ob ich hier noch eine Goblinhöhle finde. Da, Mallrat. Mallrats. Interessant. Die kommen da an. Oh, die kommen aber angehüpft. Die freuen sich, mich zu sehen. Ey, Schlag. Andere treffe ich auf 10 Kilometer Entfernung und die halt überhaupt nicht. Oh.
Oh, oh. Jetzt aber flott. Ich lasse mich schon von Mallrats verklopfen, ne? Ja. Auch ganz schön furchteinflößende Tiere. Ui. Packe ich lieber einen Feldknöderich ein. Mit dem weiß ich wenigstens, was ich machen kann. So, komm, Butz. Todesschütze. Der Junge. Das ist echt alles Mechanik nicht so geil. Oh. Victorus Stahl. Aha. Oh. Ich glaube, die Jungs, die hauen mir ja das Maul. Ich glaube. Die Statuette wurde von ihm von Goblins und nicht von Goblins Skeletten geklaut. Oh, unbekannt. Achso, ich dachte, ich könnte ihn mitnehmen. Unbekannt. Butlerfleisch. In meiner Freizeit gehe ich auch gerne mal Pflanzen pflücken auf dem Friedhof. Oh, jetzt aber raus hier. Ja, ich glaube, da sind auch keine Goblins mehr. Naja, aber vielleicht hat die Riro ja recht. Ich muss einfach nur weit genug weg. Aber jetzt bin ich ja einmal ein bisschen nach Corinnes gelaufen und bin wieder zurück. Jetzt müsste es ja, wenn dann jetzt gerespawnt sein oder geresettet. Was mit der Höhle? Oder liegt die davor? Ich gehe jetzt nochmal rein. So. Er ist anscheinend ganz schön feuerrobust, der Mann. Ne? Wenn man da durch Feuer rennt. Auch interessant, die Fackeln hängen relativ hoch. Wie kommen die Goblins da hoch? Ja, aber das gibt's doch nicht, ne? Kann doch nicht ein Hauptquest-Item einfach weg sein. Nochmal ausgraben. Jetzt habe ich mich schon kurz gefreut, ne? Dass da was passiert. Oh, nö. Gut, dann müssen wir halt doch 1000 Gold zusammenkratzen, ne? Das heißt, schmieden, schmieden, schmieden. Und das ohne Karl umzuhauen. Woher bekomme ich dann meine Rohlinge? Schießen, ne? So. Oder war ich hier irgendwo? Ne. Ich hab gerade Schaden gekriegt vor dem Lurker.
niemand kaputt und selbst da, wo ich weitermachen will, kann ich nicht weitermachen. Glaubst du wirklich daran? Hier brauchst du das nicht. Oh. Was hattest du da drin zu suchen? Wie er da gleich um die Ecke gucken kann, der Mann, ja. Gleich wieder hier am Beschweren. What? Ey, haut der mich da gleich? Sorry fürs Rumschreien, aber... Ey, was ist denn mit den Jungs los? Ja, renn so schnell, wie du kannst! War nicht schon immer alle so aggro? Nur kurz drin im Haus. Also noch nicht mal irgendwas angefasst oder so, ne? Einfach so ein bisschen dran. Oha! The damage. Brauche mich gar nicht hinzugucken. Schlimmer wie Dark Souls, ne? Drei Dark Souls einfach zum Durchspielen. Ich glaube, ich lerne doch mal die 10 Stärke. Damit ich wenigstens gegen Viecher irgendwas machen kann. Mit dem Richtstab. Ich habe clevererweise als allererstes direkt mal 10 Lernpunkte in Zweihandwaffen investiert, weil, ja. Und jetzt hänge ich da halt mit fest, ne? Da kann man nichts mehr machen. Oh, hier, ihm kann ich erzählen, dass ich bei Dexter war. Will er wohl nicht wissen. Ob wir da außen rumlaufen, weil sonst schaut er mir jetzt gleich wieder aufs Maul. Oh, vielleicht kann ich jetzt Buster sagen. Genau, weißt du, Buster? Nee, Wolf sagen, dass die Leute draußen Hilfe brauchen. Wo hast du das denn schon wieder her? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Das habe ich früher auch immer gesagt. Habe ich irgendwie? Ja, das hat er wirklich behauptet. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich hätte das anders gemacht. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Ich habe was anderes gehört. Ich habe mir das schon gedacht. Ja, nicht, dass das alles ist. Ich habe Torloff keine Stärke überbringen, ne? Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Duellregeln, das kenne ich schon. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Ich habe für so etwas keine Zeit. Ich wäre mir da nicht sicher. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Ich finde es immer schön, wie er einem sagt, dass man es noch besser kann. Im Moment kann ich ja noch nichts so richtig gut, aber jetzt habe ich wenigstens die Waffe, die cool aussieht. Und ich mache alles für den Style. Für den Style-Bonus. So, ich wollte doch mal noch mit Dings reden. Hier mit. Lass dir nicht einfallen, hier was anzufassen, sonst gibt's Pein dir die Ohren, klar? Was ist deine Aufgabe? Ona will, dass ich den ganzen Tag auf seinen Krempel aufpasse. Er macht sich Sorgen, dass was wegkommt. Und das würde ich an seiner Stelle auch. Die meisten der Söldner, die er angeheuert hat, sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Die lassen doch alles mitgehen, was nicht nied- und nagelfest ist, wenn keiner aufpasst. Eine Menge Krempel gibt es hier. Das ist richtig und das meiste davon ist auch extrem wertvoll. Ona sammelt wertvolle Gegenstände. Ein einfacher Mann wie ich kann sich solche wertvollen Gegenstände. Ich halte mich an andere Dinge. Nämlich? Ich sammle alte Münzen. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Einige und ich habe sie alle erwischt.
Interessant. Oh, er ist Ona, ne? Der sieht schon so aus wie so ein Großbauer. Wer hat dich denn hier reingelassen? Was machst du hier auf meinem Hof? Ja. Ich will für dich arbeiten. Ich brauche zurzeit keine Knechte. Und um alles andere kümmern sich meine Leute. Hier im Haus hast du nichts zu suchen, also mach, dass du rauskommst. Wegen Bulko hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Was erzählst du da? Wer ist Bulko? Einer der Söldner. Was interessiert mich das? Wenn er sich an meinen Schafen vergriffen hat, wird er sich vor Lee verantworten müssen. Er hat sie an den Schafen vergriffen. Was belästigst du mich überhaupt mit solchen Kleinigkeiten? Das war auch schon ein bisschen gepetzt, ne? Ich will hier als Söldner arbeiten. Will ich du? Eigentlich gar nicht. Als Söldner? Dass ich nicht lache. Wenn du als Söldner was taugen würdest, hätte Lee mir schon was von dir erzählt. Jetzt mach endlich, dass du hier rauskommst. Ich will ein Schaf kaufen. Was willst du dann hier? Siehst du hier irgendwelche Schafe? Ich... Wenn du ein Schaf kaufen willst, dann geh auf die Weide. Die ist rechts neben meinem Haus. Pepe soll dir eins verkaufen. Ich hätte ja schon Bock raus, dem jetzt mit dem Richtstab gleich mal zu richten. Dem gleich mal eine zu richten. Hier gibt's noch zwei Jungs, ne? Söldner. Okay, die haben nichts zu sagen. Die, hast du irgendwas zu sagen? Wegen Bulko hat Ona jetzt ein paar Schafe weniger. Ach, lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße. Ich hab so schon genug Ärger. Alle interessieren sich für nichts, ne? Das war doch schon vorher klar. Kraft an. Also komm mir nicht so. Er hat auf die falschen Leute. Er ist gerannt, als ob Bilja selbst hinter ihm her wäre. Du hast das nicht gewusst. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich wäre mir da nicht so sicher. Davon lasse ich lieber die Finger. Ich hätte das anders gemacht. So, wann habe ich den gespeichert? Oh, vor kaum 5 Minuten. Hey! Was willst du? Es war genau so, wie du sagst. Etwas keine Zeit. Ich will mich Lee anschließen. Also Lee hat dir bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen, ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's. Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung und da hat er verdammt recht. Noch mehr Ärger kann ich nicht brauchen. Nachfragen wir nochmal nach. Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafehüten taubst. Ich würde ja gern zuhauen, aber ich kann es nicht. Ich bin zu schlecht. So, ich gucke jetzt mal ins Logbuch. Was sind denn die Sachen, die ich machen muss? Ist hier? Okay, Silvio kann ich es auch vergessen. Aufs Maul, Bulko, pff, kann ich es vergessen. Krautpaket, auch Händlerüberfall, ist das? Händler-Error ist mir. Ja, okay, das ist. Okay, kann ich auch vergessen. Ärger mit der Miliz. Farim, der Fischer, hat ein Problem mit der Miliz. Sie nehmen ihm mehr Fische ab, als er zum Leben braucht. Ich soll jemand bei der Miliz finden, der Einfluss auf die Paladine hat. Ja. Da bin ich jetzt zu weit weg. Gerwill will Informationen über die Orks. Check Leuchs, so Banditenüberfälle. Wahrscheinlich haben die Banditen Kontakt zu einem Hehler in der Stadt. Bei Lord André ist dein Kopf gehalten hier. Ja, kann ich jetzt auch nichts machen. Steintafeln. Waffenhändler der Banditen, da weiß ich doch schon, wer es ist, ne? Oh, dieses komische Irrlicht kann ich mal wieder rauslassen. Damit ich wenigstens einen Lichtblick habe in meinem Leben. So. Aber.
Piratenhandel, was weiß ich da? Skip gab mir... Oh, den soll ich noch bald ranbringen. Okay, Zugang zu den Pflanzen für Kästen, was brauchst du, Bogen und die Vermissten. Oh, ja, was habe ich da? Ja, okay, das sind nur einfach nur ein Haufen Vermisste. Wo sind die Vermissten? Leute, Dexter hat den aufgehört. Ja. Das Portal. Was? Arbeiterkleidung. Ups. Das geht bei der Ring des Assassins. Okay. Was macht da mein Licht? Es backt gleich mal in der Wand rum. Oh. Komm, einer. Jetzt mal den Richtstab ausprobieren, ob der auch gut richtet. Ui. Okay, gleich mal einen Crit gemacht, aber sonst. Sag mal, was soll denn das? Der Kacken dreist immer durch meine... okay, ich habe nicht geblockt, aber einfach durchrennt, ne? Ich habe so das Gefühl, dass meine Rüstung ja gar nichts abhält. Ich ziehe sie mal außen nochmal an. 25 Schutz vor Waffen. Sehe ich aber anders. Feuerpfeil, komm. Oh, ich komme jetzt nicht beide. Ne, nur einer. Boy. Kurzbögen gibt's recht viele, ne? Links. Zirken, also. Ne? Na, ich glaube, der Dings ist schon nicht schlecht, der Richtstab. Hat so ein bisschen was von einem Baseballschläger, aber ist okay. So. Was gibt's hier? Hier gibt's, glaube ich, einen Ring oder sowas. Den ganzen Tag Kniebeugen, der Junge, ne? Immer schön einsammeln alles. So. War's das? Das konnte der goldene Ring. Okay, das war anscheinend nur ein ganz normaler Ring. Okay, da gibt's zwar einiges an Geld. Aber ich habe so über 10 Geschicklichkeit oder sowas in der Art hätte ich mich auch gefreut. Kleine Brötchen zu backen, den kann ich irgendwie nicht mitnehmen, den Pilz. Okay. Boah, ich weiß, dass ich da rüber ins Tal müsste. Oh, links. Oh, was ist das? Schrein. Und wo ist eigentlich mein Irrlicht hin? Ja, Fragen über Fragen. Oh, neu. Die Texturen sind neu. Sehr viel Moos. Da hinten brennt's. Okay. Fragen über Fragen, die ich im nächsten Teil beantworten werde. Boah, oder wir. Deswegen. Dankeschön und bis nächstes Mal bei Old But Gold.